In Jasnau gibt es noch ganz andere drei Brüder. Und die sind noch jünger, noch kleiner als er. Und auch die fahren schon TÜV, Christian Luciani. Ich heiße Christian Fagon und fahre jetzt die fünfte Saison Pocketbike. Ich bin der Philipp Fagon und fahre seit 3 Jahren. Ich bin der Lukas Fagon und fahre seit letztem Jahr Pocketbike. Freitagnachmittag. Die drei Brüder und Vater Martin von Gunten checken nochmals die Maschinen. Denn am Samstag steht ein Meisterschaftsrennen in Lies an. Und bereits fiebern die Buben dem Rennen entgegen. Und das Ziel jetzt für das Rennen in Lies, was stellst du vor? Aufs Podest öppe. Der erste ist auch ein bisschen übertrieben. Das schaffen wir auch schon nicht. Auf der Rückkante noch. Wenn ich ein bisschen Glück habe, vom Start gut vorkommen, könnte ich schon noch dritt werden. Ja, einfach unter die ersten 5 oder unter die ersten 7. Und das beste Resultat, das du bis jetzt gemacht hast? 8. 12, 9 und 8 sind die jungen TÜV-Piloten aus Jasbach. Eine Familie, ein Sport. Wie kam es dazu? Dazu kam es durch Thomas Lütti, der ist ein Pocketbike gefahren hier oben. Sind sie es mitgenommen, als er trainieren. Und der Älteste, Christian, draufgesetzt. Und sieht das auch doch eins. Das war natürlich Feuer und Flamme. Es hat dann etwa noch einen Monat gebraucht, bis wir die Mutter haben. Ja, muss vielleicht sagen, anfangen über Schnurren gehabt, überzeugt noch nicht. Und ja, so hat es angefangen. Die letzte Schraube ist angezogen. Ein weiteres Rennwochenende beginnt. Heute ist Brigitte von Gunten gelassener. Doch nicht immer konnte sie das Hobby ihrer Söhne voll unterstützen. Ja, schon, ja. Ja, ich habe mich wirklich gewehrt, zuerst dagegen. Aber wie gesagt, weil wirklich wenig passiert, bin ich jetzt so ein bisschen gelassener, kann ich dabei sein. Samstagmorgen, Kartbahn Lies. Letzte Abstimmungen an den Pocketbikes. Das Qualifying steht kurz bevor. Als erster muss der 8-jährige Lukas auf die Strecke. Der Vater weiß haargenau, wo noch die eine oder andere Sekunde zu holen ist. Hier muss ich fahren, hier! Und die Tipps des Vaters zahlen sich aus. Gut, Lücku, viert, tipptopp. Zeit zum Verschnaufen bleibt keine. Bereits jagen Christian und Philipp in der Juniorenkategorie B nach guten Startplätzen. Wie steht's mit den Zeiten? Teamwork ist gefragt. Bist du in Erfüllung gegangen in Lies? Ja, schon. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich im Start gut vorkomme und die Lichter von hinten zerrt vorlaufen. Sonst halt überholen. Die Zeit zwischen Qualifying und Rennen wird im Fahrerlager genutzt. Hast du gesehen, Rico? Pneuwechsel fürs Rennen. Wie ist denn das jetzt so als Vater, wenn Söhne hier fahren, hat man da auch gewissen Ehrgeiz? Will man da auch ein bisschen pushen? Das müssen sie wissen, wie schnell dass sie fahren oder können fahren. Also, ich führe sie schon an für Hopp, aber nicht, dass ich noch das Gefühl habe, dass ich nach dem Rennen oder nach dem Training muss sagen, hey, was hast du für Seich gemacht, wieso bist du nicht so. Lukas wird im Rennen der Juniorenkategorie A Vierter. Sein bestes Resultat. Im letzten Jahr stürzte Lukas in Lies. Für die Mutter ein Horrorerlebnis. Also da hatte ich Angst gehabt. Wie verrückt. Du hast mir überlegt, ist das gut, wenn wir das machen? Also, das müsste doch nicht sein. Es könnte ein anderer Sport sein. Aber dann muss man sagen, andere Sportarten sind auch gefährlich. Die Brüder Christian und Philipp nehmen ihr Rennen unter die Räder. Trotz Pole Position. Christian gelingt der Start nicht wunschgemäß. Aber er kämpft sich bis auf Zwischenrang 3. Doch dann eine Schrecksekunde. Christian ist gestürzt.
Was ist genau passiert? Er ist wirklich aufgestanden. Noch der Lenker eingeredet und dann ist er weiter. Aber ich glaube, jetzt hat er aufgegeben. Er ist nicht mehr gekommen. Philipp wird Siebter. Doch für Christian bricht eine Pocketbike-Welt zusammen. Ich wollte den Rundentall überholen. Dann bin ich in die Kurve gekommen. Ich weiss nicht, ich sah, ist er mir um innen drauf, hat er gedrückt und hat es auch gelenkt. Aber passiert ist doch nichts. Nein. Trotz Sturz. Ein von Gunten lässt sich nicht entmutigen, denn das nächste Rennen kommt bestimmt. Ja, die Überrundeten. Wir sind am Ende von unserer Sendung. Genüssen Sie noch unsere Schluss.